Ihr seid gerade am Überlegen, ob ihr in eure Küchenplanung Hängeschränke integriert. Sind Hängeschränke Problemlöser oder Problembereiter? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und auch heutzutage, auch wenn der Trend immer mehr in die Richtung geht, dass Küchen ohne Hängeschränke geplant werden, werden noch zahlreiche Küchen mit Hänge- bzw. Oberschränken geplant und natürlich auch ausgeführt. Gerade wenn die Räume etwas kompakter sind, ein bisschen kleiner sind oder halt wenn es offene Wohnküchen sind, dann wird meistens auch die komplette Raumhöhe ausgenutzt. Um das zu tun, da braucht man natürlich dann entsprechend auch die Hängeschränke bzw. dann auch ab einer bestimmten Höhe wieder die Aufsatzschränke. Ja, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Arten von Hängeschränken? Da schauen wir uns doch einfach mal an, welche Öffnungsmechanismen es gibt. Zum einen haben wir hier gleich zwei Beispiele in dieser Küche. Klar, das offene Regal als doch eher Designelement, weniger als Stauraum und hier in dem Falle darüber platziert ein Faltklappenschrank. Der Faltklappenschrank ist der Schrank, den bei uns zumindest die meisten Kunden sich wünschen, weil nichts im Weg steht, wenn der Schrank geöffnet ist und auch kleinere Personen an die Klappe wieder rankommen. Anders beim Schwebeklappenschrank, wo die Tür komplett nach oben über den Korpus sich bewegt. Da ist natürlich dann schwer für kleinere Menschen dort ranzukommen. Das ist eher was für größere Personen. Dann gibt es natürlich ganz klassisch die Drehtür oder auch, wenn es mal der Platz bedarf oder es ein Designelement sein soll, das Ganze halt auch als Schiebetürelement. Auch eine sehr interessante Lösung, gerade auch für offene Wohnküchen ist das immer ein Blickfang. Und dann gibt es noch die Jalousieschränke, die kann man auch bei dem einen oder anderen Hersteller als Hänge- bzw. Oberschrank bekommen und diese dann natürlich auch elektrifiziert als die Climber-Schränke. Und wenn wir ein Stück weit in den Wohnbereich schauen, gibt es natürlich auch Hängeschränke mit einer Barklappe. Das heißt, die Klappe öffnet nicht nach oben, die gibt es übrigens auch noch, der klassische Klappenschrank und die Barklappe öffnet nach unten. Ja, bei den Maßen kommt es natürlich immer speziell auf die einzelnen Möbelhersteller drauf an. Da gibt es unterschiedliche Maße, da gibt es immer kleine Abweichungen. In der Regel sind die Oberschränke 34, 35 cm Korpustiefe. Da kommt ja noch die Front dazu. Und in der Breite seid ihr variabel, ähnlich wie bei den Unterschränken. Da auch die Empfehlung, drauf zu achten, dass die Linienführung nicht nur im Unterschrankbereich stimmig ist, sondern auch die Linienführung von den Unterschränken zu den Hängeschränken, ähnlich wie wir es hier im Video haben. Kurz Erläuterung, wir haben vorne einen 50 cm breiten Unterschrank, einen 50 cm breiten Hängeschrank, dann haben wir zwei 60er Elemente, unser Faltklappenschrank ist dann oben 1,20 m. Also hier haben wir dann geschaut, wie man das Ganze dann stimmig und halt auch optisch ansprechend hier planen und darstellen kann. Ja, bei den Breiten auch wieder herstellerabhängig. Es gibt Hersteller, da gehen die Regale sowieso mit 15 cm Breite, aber bei den Hängeschränken gibt es Abschlusshängeschränke 15 cm breit, haben leider nicht alle Hersteller und dann halt auch in den entsprechenden Breitenrastern bis 1,20 m. Bei 1,20 m Breite habt ihr auch wieder zu berücksichtigen, dass sich der Korpusunterboden durchbiegt. Aus diesem Grund haben wir hier bei unserem 120er Hängeschrank, seht ihr ja, der Boden ist durchgängig. Und damit sich dieser nicht durchbiegen kann, haben wir zwei 60er Schrank- bzw. Regalelemente darunter geplant. Somit wird der Boden gestützt. Das ist halt einfach, es ist eine Spanplatte und über die Spannweite 1,20 m wird diese einfach krumm, die hängt durch, gerade wenn sie dann halt auch noch belastet wird. Alternativ könnt ihr auch, das kann ich euch nochmal in einem anderen Schrank zeigen, eine Metallgriffleiste hier einarbeiten. Die stützt dann natürlich auch den Hängeschrank, wenn ihr jetzt nicht
solche Elemente unten drunter bauen wollt. Ja, und auch die Höhen richten sich wieder je nach den Rastermaßen bei den Herstellern. In der Regel geht es ja bei ca. 26 cm los und ja, in den entsprechenden Rastern der Hersteller geht es nach oben, auch immer passend zu den entsprechenden Hochschränken, damit Oberkante Hochschrank auch gleich Oberkante Hängeschrank ist in der Planung. Und das Ganze natürlich dann auch, wer das möchte und eine ja, sehr hohe Raumhöhe hat, ne, der kann dann auch das Ganze in entsprechenden großen Hängeschränken darstellen. Denn mittlerweile gibt es Hängeschränke, die über einen Meter groß bzw. hoch sind. Dort dann aber halt auch immer nur dann mit der Drehtür zu bekommen. Ja, und da wir bei der Höhe angekommen sind, haben wir natürlich auch gleich bei der Positionierung die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht einen Hängeschrank über einen Meter platzieren möchte, haben wir hier die Möglichkeit, mit einer klassisch auf die Hochschränke angepassten Höhe zu arbeiten und dann mit einem aufgesetzten Hängeschrank, hier wirklich in dem Sinne ein aufgesetzter Hängeschrank, zwecks der integrierten Beleuchtung. Da geht es dann nicht, dass man dort in der 56er Korpustiefe arbeitet. Zwecks der Kabelführung, das bieten die Hersteller aktuell noch nicht an. Also hier hätten wir jetzt einen Hochschrankkorpus 1,95 Meter Höhe. Dann hätten wir hier einen 60 cm hohen Korpus. Der wäre dann bündig mit dem Hochschrank und dann haben wir hier an der Stelle nochmal 45 cm aufgesetzt, eine Reihe Hängeschränke. Gibt natürlich eine schöne Tiefenwirkung, A, weil es Hochglanz ist, B, durch den dreidimensionalen Effekt. Den ganzen haben wir noch verstärkt mit der Unterstrecke, mit den Unterschränken, denn diese sind übertief. Also wir haben hier eine Arbeitsplattentiefe von rund 75 Zentimetern und somit ergibt das hier ein sehr stimmiges, schönes Gesamtbild. Wem jetzt natürlich die Höhe der Hängeschränke stört, weil er so wie ich relativ groß ist, nicht die Möglichkeit hat, mit einer übertiefen Platte zu arbeiten und sagt hier, das wäre mir in Kopfhöhe unangenehm, der kann natürlich dann je nach Raster des Herstellers einen kleineren Hängeschrank wählen oder eben den Hochschrank in der Höhe anders wählen, einen höheren wählen und somit die Hängeschränke einfach höher setzen. Haben wir auch aktuell eher aus optischen Gründen bei einer Küchenplanung jetzt so umgesetzt, weil einfach hier der Platz zwischen Arbeitsplatte und Hängeschrank einfach zu niedrig war. Deshalb haben wir das Ganze dann entsprechend höher gesetzt und auch vom Gesamtbild einfach stimmiger gestaltet. Ja, aber nicht nur Design ist jetzt bei der Positionierung der Schränke wichtig, sondern auch, was plant ihr unter die Hängeschränke? Denn wir haben ja hier, seht ihr ja, einmal ein Kochfeld, klar, ein klassisches Kochfeld, eine Dunstabzugshaube darüber und wir haben Spülenbereich mit der Armatur. Und jetzt wisst ihr ja, es gibt ja mittlerweile Geräte, Kochfelder mit integriertem Abzug, Armaturen, die kochendes Wasser bringen. Somit entsteht Dampf und wenn der Dampf nach oben steigt, kondensiert der an den Hängeschränken, wenn Hängeschränke darüber sind. Und da ist es natürlich wichtig, diese zu schützen bzw. dort dann halt auch immer entsprechend zu reinigen. Das Ganze betrifft natürlich dann auch, wenn ihr Kaffeemaschine, Kaffeeautomat oder eben auch einen Wasserkocher unter den Hängeschränken benutzt. Das steht übrigens in den Bedienungsanleitungen, den Pflegeanleitungen der Küchen drin, dass diese halt immer entsprechend vorzuziehen sind. Was dann speziell noch beim Kochfeldabzug, beim Muldenlüfter zu beachten ist, wegen Einströmvolumen, das habe ich euch in einem separaten Video erzählt und das verlinke ich euch über die Infokarte beziehungsweise findet ihr dann auch in der Videobeschreibung noch den Link dazu. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Anordnung. Also wir haben hier, wie gesagt, eine versetzte Anordnung, dann halt auch übereinander geplant. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch als Hängeschrank, nicht nur als Hängeschrank nutzen, sondern auch als Aufsatzschrank. Auch eine sehr interessante Lösung an der Stelle, gerade wenn man dann auch spielt mit geschlossenen Elementen, mit offenen Elementen bzw. mit Glaselementen als Vitrine. Denn ihr bekommt ja die Hängeschränke, Oberschränke auch
als Vitrinenschrank, sprich wo ihr dann die Glaselemente dazu auswählen könnt, die der Hersteller anbietet. Und das Ganze kann natürlich auch als Unterschrank genutzt werden. Auf der einen Seite als Rückseite einer Insel, wenn die nicht so tief sein soll oder wenn ihr dort vom Design her etwas anderes gestalten wollt oder wenn ihr das Ganze halt die Insel nochmal unterbrechen wollt oder eine Küchenzeile unterbrechen wollt, gerade wenn es zum Wohnraum geht, könnt ihr dort wirklich sehr schöne individuelle Lösung dann für euch planen bzw. planen lassen. Jetzt haben wir ja über die verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten der Hängeschränke gesprochen, über die Größen, über die Anordnung, also die Positionierung. Und daraus wird schon deutlich, wie flexibel man Hängeschränke einsetzen kann. Und das macht die Hänge- bzw. Oberschränke auch so interessant, nicht nur für die Küche, sondern auch für den Wohnbereich. Also nicht nur Wohnen, sondern halt auch Essbereich. Ihr könnt das Ganze auch einsetzen, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Wir jetzt aktuell in einer Badlösung und in einer Flurlösung, wo wir hier mit den Hängeschränken agieren. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ihr seid extrem flexibel mit der Anordnung der Hängeschränke und auch mit der Tiefe. Ihr könnt ja auch Hängeschränke in 56 cm Tiefe bekommen, die gerade für den Wohnraum gedacht sind oder halt eben für Badlösung. Die haben jetzt neuerdings auch, na gut, neuerdings auch schon seit 2-3 Jahren Schwerlastbeschläge, wo halt eben auch die größeren Korpustiefen möglich sind. Und das ist natürlich von der Flexibilität, gerade auch in den anderen Lebensbereichen, wunderbar einsetzbar. Also hier ein absoluter Daumen nach oben für die Hänge bzw. Oberschränke, die dadurch eine ganz neue Priorität bekommen. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn es fehlt noch ein Punkt hier bei den Hängeschränken, der mit erwähnt werden darf und auch muss. Denn wenn man hier wie hier Hängeschränke platziert, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ganz einfach und auch natürlich individuell die Arbeitsplatzbeleuchtung zu integrieren. Einmal, wie wir es hier haben, dass hier vorne in der Griffleiste das Licht integriert ist, hat jetzt auch den Charme, dass es dann direkt auch in den Schrank scheint. Das Ganze hier über 2 Ebenen gestaltet. Ihr könnt aber auch mit Unterbauleuchten arbeiten. Da empfehle ich euch weniger die Spots, sondern eher dann halt auch Langfeldleuchten. Dann gibt es natürlich die eingefrästen, die eingearbeiteten Leuchten in den Unterboden. Die sitzen dann eher mittig. Und ihr habt auch die Möglichkeit, gerade bei den Vitrinen nicht nur den Unterboden Leuchten einzusetzen, sondern auch in die Oberböden, dass die Schränke dann entsprechend schön ausgeleuchtet werden. Also hier auch nochmal ein klarer Pluspunkt, was das Praktische angeht, denn man kann hier halt eben wunderbar die Arbeitsfläche ausleuchten. Und wie gesagt, meine Empfehlung, nutzt an der Stelle weniger Spots, sondern mehr Flächenleuchten. Die Spots sind dann halt eben für das Ambiente gedacht, aus meiner Sicht. Ja, weitere Planungshinweise für eure Küchenplanung, die findet ihr über den Link. Den Kanal könnt ihr natürlich kostenfrei abonnieren über das Gutzmann Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt, Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.